Der Sportwelt-TV-Wettcheck. Mit Toscano kommt in diesem Rennen einer der klarsten Favoriten des Tages an den Start. Der Hengst aus dem Besitz des Gestüts Hönihof versuchte sich zuletzt in Grupperennen, zog sich dabei als Fünfter im Iffezheimer Derby Trial auch ordentlich aus der Affäre. Die heutige Aufgabe ist deutlich einfacher und so sollte sich Toscano heute aus der sieglosen Klasse verabschieden. Der niederländische Gast Firelin liebt die Bahn im Weidenpescher Park. Hier hat der Wallach aus dem Stall von Philipp Jonkert eigentlich noch nie enttäuscht. Auch sein Saisondebüt, bei dem er in einem Rennen wie diesem den zweiten Platz belegte, war gut. Und so ist Firelin unser Favorit im zweiten Rennen des Tages. Bei ihrem Debüt in Baden-Baden konnte Leopoldina ihrer Favoritenrolle zwar nicht gerecht werden, als sie nur den vierten Platz belegte, doch damals war der Boden weich und der Stute fehlte vielleicht einfach noch etwas Erfahrung. Mit dem Rennen im Bauch und bei etwas anderen Bedingungen kann das bei der von Henk Greve trainierten Lokalmatadorin aber bereits ganz anders aussehen. Leopoldina ist deshalb unser Tipp im dritten Rennen des Tages. Warrior ist ein Pferd, das durchaus noch den ein oder anderen Sieg im Tank haben kann. Seine letzte Form von der Sandbahn kann man streichen. Deutlich besser war sein zweiter Platz in Baden-Baden, den Sie hier sehen. Knüpft der Schützling von Uwe Schwinn an die in Iffezheim gezeigte Leistung an, dann kann Warrior der Sieger im vierten Rennen des Tages sein. Im zweiten zweijährigen Rennen des Tages ist die Frage nach dem Sieger natürlich nicht leicht zu beantworten. Ein interessantes Pferd ist aber bestimmt Diakrit, denn der Röttgener sollte nach Abstammung nicht lange auf sich warten lassen. Trainer Markus Klug und Jockey Maxim Pecheur sind ein erfolgreiches Team. Und so ist Diakrit unser Tipp im fünften Rennen des Tages. Sea of Love hat im Weidenpescher Park bereits im Mai gesiegt, wobei die damalige Aufgabe sogar etwas schwerer aussah als die heutige. Im Anschluss belegte die Stute aus dem Stall von Markus Klug in einem Listenrennen in Hannover den fünften Platz. Auch diese Leistung war gut genug. Sea of Love ist das zu schlagende Pferd im sechsten Rennen des Tages. Mit Wonderful Moon stellt sich im Sparkasse Köln-Bonn-Union-Rennen kein geringerer als der aktuelle Derby-Favorit vor. Die bisherige Bilanz des See the Moon-Sohnes ist beeindruckend. Und imponierend war auch sein Saisondebüt, als er im Cologne Classic gleich mehreren heutigen Gegnern nicht den Hauch einer Chance ließ. Wonderful Moon ist deshalb auch für uns der große Favorit im Sparkasse Köln-Bonn-Union-Rennen. In Rennen über kurze Distanzen ist Frank Fuhrmann stets zu beachten. Aus dem Trio, das er in diesem Rennen aufbietet, könnte Careless die schärfste Waffe sein. Denn die Stute hat sich in diesem Jahr von Rennen zu Rennen gesteigert und lief zuletzt in Baden-Baden als Dritte gut genug. Careless ist deshalb unser Tipp im achten Rennen des Tages. Nadelwald ist ein Muster an Beständigkeit. Und die Kölner Bahn liegt dem Gast aus den Niederlanden. Hier verkaufte er sich auch bei seinem Saisondebüt als Zweiter gut, zumal die damalige Distanz auch schon etwas weit für ihn war. Nadelwald ist auch heute wieder ein Pferd, das ganz weit vorne landen kann. Nach 5 zweiten Plätzen konnte Irish Poseidon in Dortmund endlich sein erstes Rennen gewinnen. Der Sieg auf der Sandbahn in Dortmund fiel dabei erstaunlich leicht aus. Auf der Grasbahn ist der Schützling von Karl Demme sicher nicht schwächer. Und so kann Irish Poseidon auch der Sieger im 10. Rennen des Tages sein. Auenflug ist zwar noch sieglos, sein Comeback nach überlanger Pause in Hannover war aber alles andere als schlecht, als er nur hinter einigen guten Pferden blieb. Die Marke von 59 Kilo scheint man ihm zuzutrauen, wenn man mit ihm nun ins Handicap einsteigt. Und so ist Auenflug unser Tipp im 11. Rennen des Tages. Nero Diavolo gewann hier zu Beginn des Monats ein ähnliches Rennen so leicht, dass er auch mit Aufgewicht direkt noch einmal zu beachten ist. So viel stärker als beim letzten Mal sind die Gegner diesmal auch nicht. Und so könnte Nero Diavolo der letzte Sieger des Tages sein.